Apple hat das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro veröffentlicht und im heutigen Video möchte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr noch mehr aus eurem neuen iPhone herausholen könnt und was ihr im Alltag beachten solltet. Beginnen wir auch direkt mit dem neuen Action-Button im iPhone 15 Pro und Pro Max. Und wie ihr seht, haben wir hier keinen Mute-Switch mehr. Dementsprechend kann man hier optisch nicht mehr sehen, ob das iPhone aktuell stumm geschaltet ist oder laut ist. Dafür gibt es nun aber mehrere Möglichkeiten, das auf dem Display zu sehen. Und zwar haben wir hier oben einmal rechts neben der Uhrzeit ein Symbol, was eben zeigt, dass das iPhone aktuell stumm geschalten ist. Außerdem können wir hier im Kontrollzentrum das Ganze ebenfalls sehen. Das heißt, hier haben wir jetzt so einen Toggle und das können wir natürlich auch jederzeit ein- und ausschalten. Das heißt, wir können den Action-Button eben auch anders belegen und können zum Beispiel hier über das Kontrollzentrum das Gerät stumm schalten. Wenn ihr euch dieses kleine Icon oben in der Statusbar anzeigen lassen wollt oder dieses auch ausblenden wollt, müsst ihr einmal in die Einstellungen gehen unter Töne und Haptik und dann findet ihr ganz oben einmal den Stummmodus, den ihr ein- bzw. ausschalten könnt. Aber ihr habt hier unten auch noch in Statusleiste anzeigen. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, diese Funktion ein- bzw. auszuschalten, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Bleiben wir auch direkt einmal in den Einstellungen und scrollen hier etwas weiter nach unten bis zum Punkt Batterie, denn hier hat sich ebenfalls etwas geändert. Und zwar können wir jetzt unter Batteriezustand und Ladevorgang gehen und haben hier jetzt neben den Informationen zu maximaler Kapazität und der Höchstleistungsfähigkeit auch die Ladeoptimierung. Und hier können wir jetzt nicht mehr nur zwischen optimiertem Laden ein- und ausschalten wählen, sondern wir haben hier jetzt zusätzlich auch noch das 80% Limit, was ich in meinem Fall hier jetzt ausgewählt habe. Und so wird mein iPhone immer nur maximal bis 80% aufgeladen, um eben den Akku langfristig zu schonen. Und das ist besonders praktisch für Menschen, die eben in Schichten arbeiten, wo das optimierte Laden nicht so zuverlässig funktioniert, weil man eben an unterschiedlichen Zeiten aufsteht und entsprechend natürlich auch dann das iPhone nicht lernen kann. Und daher ist es hier auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, das 80% Limit auszuwählen. Den neuen Action-Button im iPhone 15 Pro habe ich bereits erwähnt und natürlich gibt es hier auch einige Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, nämlich hier unter Aktionstaste und dann gibt es hier ein Menü und dieses ermöglicht euch unter anderem zwischen dem Stummmodus zu wählen. Hier könnt ihr dann natürlich ganz einfach das Gerät laut oder leise schalten. Oder ihr könnt hier auch einen Fokus festlegen. Da könnt ihr zwischen euren verschiedenen Fokussen wählen, die ihr erstellt habt. Ihr könnt die Kamera öffnen, ihr könnt hier die Taschenlampe aktivieren, eine Sprachmemo aufnehmen. Ihr habt die Möglichkeit, die Lupe zu aktivieren, Kurzbefehle auszuwählen oder auch Bedienungshilfen. Und zu guter Letzt auch keine Aktionen, wenn ihr das Ganze gar nicht nutzen wollt. Und besonders die Kurzbefehle ergeben sehr viel Sinn, weil ihr so unfassbar viele Dinge machen könnt, wie zum Beispiel Apps öffnen. Ich habe mir das hier jetzt aktuell einfach mal auf mein YouTube-Studio gelegt. Allerdings könnt ihr damit auch zum Beispiel HomeKit-Szenen durchführen, könnt abends alle Jalousien runterlassen oder alle Lichter ausschalten, die Garage öffnen und vieles, vieles mehr. Also da gibt es extrem viele Optionen. Ich werde da auch nochmal ein eigenes Video zu machen mit so ein paar Tipps und Tricks und ein paar Ideen, wie man das Ganze vielleicht auch in Kombination mit einem Fokus verbinden kann. Also da könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Das Update auf iOS 17 bringt unter anderem den neuen Standby-Modus mit sich. Den könnt ihr hier ganz einfach in den Einstellungen unter Standby aktivieren. Und besonders bei einem iPhone 14 Pro und auch iPhone 15 Pro ergibt das in Kombination mit dem Always-On-Display immer eingeschaltet auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil so könnt ihr eben dauerhaft, wenn ihr im Raum seid, ganz einfach euch Informationen auf eurem Schreibtisch oder Nachttisch anzeigen lassen, wie zum Beispiel aktuelle Wiedergabelisten, wenn ihr Musik hört oder Hörbücher, außerdem die Uhrzeit, Dinge wie zum Beispiel auch HomeKit-Gadgets und so weiter. Also da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten und gerade auf dem iPhone 14 Pro und 15 Pro in Kombination mit dem Always-On-Display ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Funktion. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach passendem MagSafe-Zubehör für euer iPhone 15 seid, dann schaut auf jeden Fall einmal bei ESR vorbei. Egal ob zu Hause, auf der Arbeit, im Auto oder unterwegs. Der 25 Watt 3-in-1 Charger ist das schnellste MagSafe-Ladegerät und kann euer iPhone mit 15 Watt aufladen. Gleichzeitig wird euer iPhone dank CryoBoost gekühlt und natürlich könnt ihr auch eure Apple Watch und eure AirPods gleichzeitig mit aufladen. Perfekt für euren Schreibtisch oder Nachttisch geeignet, auch in Kombination mit dem iOS 17 Standby-Modus. Im Auto könnt ihr mit dem 15 Watt MagSafe-Ladegerät euer iPhone problemlos laden und ebenfalls parallel mit CryoBoost kühlen, gerade beim Navigieren, wo das iPhone schnell heiß wird, eine super Sache. Aber auch auf Reisen könnt ihr mit dem 3-in-1 Reiseladegerät jederzeit euer iPhone, eure Apple Watch und eure AirPods laden. Alles schön kompakt und faltbar, perfekt für den Rucksack.
Wenn ihr euer MagSafe-Zubehör für euer iPhone 15 oder auch ältere MagSafe-iPhones erweitern möchtet, dann schaut auf jeden Fall einmal unten in die Videobeschreibung und profitiert von aktuellen Rabatten von ESR. Die neuen iPhones können nun nicht mehr nur 12 und 48 Megapixel aufnehmen, sondern auch 24 Megapixel. Und dazu müsst ihr einmal in die Einstellung gehen und scrollt hier etwas weiter nach unten bis zur Kamera. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, einmal auf die Formate zu gehen und dann hier einmal auf den Fotomodus. Und hier könnt ihr jetzt wählen zwischen 12 und 24 Megapixel. Macht auch nicht so einen großen Unterschied, was eben den Speicherbedarf angeht, zwischen 3 und 4,8 Megabyte. Also da kann man durchaus die 24 Megapixel auswählen und profitiert dann eben von besseren Fotos. Und zusätzlich könnt ihr hier auch unter Hauptkamera ganz einfach festlegen, welches Objektiv standardmäßig verwendet werden soll. Also hier könnt ihr nochmal eure Kamera so ein bisschen einstellen. Wie ihr mit Sicherheit ebenfalls schon gehört habt, kommt das neue iPhone 15 Pro und Pro Max mit einem Titanrahmen. Und dieses ist je nach Farbe relativ anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke. Ich habe hier jetzt die Titan-Naturvariante und die ist am wenigsten anfällig für Kratzer. Wenn ihr allerdings die schwarze oder auch die blaue Variante gewählt habt, weil das wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe ist, dann könnte es sein, dass ihr relativ schnell Kratzer sehen werdet, weil das Ganze eben nur beschichtet ist und darunter dann eben dieses Titan Natur zum Vorschein kommt. Dementsprechend ist es auf jeden Fall empfehlenswert, eine Hülle zu tragen, wenn ihr nicht möchtet, dass ihr irgendwie Kratzer im Rahmen bekommt. Wie ihr mit Sicherheit jetzt schon unzählige Male gehört habt, hat das neue iPhone 15 Pro einen USB-C-Anschluss und das ermöglicht unter anderem, dass ihr andere Geräte per Kabel aufladen könnt, wie zum Beispiel hier AirPods, ganz einfach per USB-C auf Lightning oder auf USB-C-Kabel, je nachdem welche Version ihr habt. Und so könnt ihr auch andere iPhones zum Beispiel mit Lightning aufladen, dann wird immer das Lightning-Gerät aufgeladen oder auch andere USB-C-iPhones, dann wird jeweils das Gerät mit dem geringeren Akkustand aufgeladen. Das iPhone 15 kommt mit einem USB-C-Anschluss mit USB-2-Geschwindigkeiten und das iPhone 15 Pro mit USB-3-Geschwindigkeiten, was beim Fotos und Videos übertragen oder beim Erstellen von Backups wirklich sehr praktisch ist. Allerdings ist im Lieferumfang bei beiden nur ein USB-2.0-Kabel mit dabei und dementsprechend müsst ihr euch dort ein zusätzliches erwerben, wenn ihr das wirklich benötigt. Das Ganze hat aber nichts mit der Ladegeschwindigkeit zu tun, sondern wirklich nur, wenn ihr schneller Daten übertragen möchtet. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall eins nicht bei Apple zu kaufen, sondern bei Amazon für 20 bis 30 Euro gibt es die. Verlinke ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung, damit ihr dann eben eure Daten schneller übertragen könnt. Und da könnt ihr auf jeden Fall einige Euro sparen im Vergleich zu den Apple-Kabeln. Das iPhone 15 Pro lässt sich weiterhin nur mit 25 bis 27 Watt laden. Also da hat sich trotz USB-C leider im Vergleich zum Vorgängermodell nichts geändert. Dementsprechend könnt ihr ruhig ein 30 Watt Netzteil nutzen, wenn ihr die maximale Ladeleistung verwenden möchtet. Alternativ funktioniert aber natürlich auch weiterhin die 20 Watt Netzteile von Apple oder auch die alten 5 Watt Netzteile, wenn ihr sehr langsam laden möchtet. Das ist natürlich dann euch überlassen, wie schnell ihr euer Gerät aufladen möchtet. Aufgrund des MagSafe-Rings auf der Rückseite bleibt das iPhone 15 und 15 Pro natürlich weiterhin wie die Vorgänger magnetisch. Wie ihr sehen könnt, bleibt eben hier das Kupfergeld, die Centstücke ganz einfach hier magnetisch kleben. Und das ist natürlich eine sehr praktische Funktion in einigen Berufen, gerade wenn ihr irgendwie mit Metall arbeitet und dann so Metallspäne in der Hosentasche habt, dann kann es wirklich sehr nervig werden, weil sich das dann hier um den Ring herum bildet und natürlich auch dann das iPhone am Ende zerkratzen kann. Dann solltet ihr ebenfalls darauf achten, möglichst eine Hülle zu tragen. Wenn ihr euch das neue iPhone relativ frisch gekauft habt, dann findet ihr in den Einstellungen hier oben noch unter AppleCare Plus Abdeckung hinzufügen die Möglichkeit für eine bestimmte Anzahl an Tagen AppleCare Plus noch zu aktivieren. Da könnt ihr ganz einfach raufgehen, dann hier auf Fortfahren gehen und dann zwischen verschiedenen Plänen auswählen und diese monatlich oder jährlich bezahlen. Also ihr seht hier einmal AppleCare Plus für 11,99 € im Monat oder hier eben AppleCare Plus mit Diebstahl und Verlust. Das heißt, ihr könnt hier euer iPhone nochmal zusätzlich absichern, dass euer Akku getauscht wird bei einer Selbstbeteiligung von gerade mal 29 € oder wenn euer Display kaputt geht oder euer Gerät auch geklaut wird. Das heißt, hier könnt ihr je nachdem, ob ihr anfällig dafür seid, dass euer iPhone kaputt geht oder ihr es verliert, dieses noch einmal zusätzlich bei Apple absichern. Und wenn ihr euch ein neues iPhone kauft, dann könnt ihr auch von Apple Music, Apple TV Plus oder Apple Arcade kostenlos profitieren. Ihr könnt das Ganze nämlich erst einmal einen Monat testen und eben Apple Music zum Beispiel einmal ausprobieren, wenn ihr das noch nie getan habt. Und am Ende könnt ihr euch natürlich dann dafür entscheiden, das zum Beispiel in Apple One ganz einfach in Kombination zu nutzen. Ich nutze hier die Premium-Variante inklusive Speicher, weil ich das eben komplett mit meiner Familie teile.
Wie ihr seht, kommt das neue iPhone 15 und 15 Pro mit einigen Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein paar praktische Tipps und Tricks für euren Alltag geben. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks kennt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.